der Schrober, da könnte es sein. Hier könnte man sowas, so eine Kombination verstecken. Na, wo hast du dich versteckt, du Krebel? Ich bin Volker Gerstenberger, ich bin 42 Jahre, Vater von drei Kindern und von Beruf Informatiker. Freizeit bedeutet für mich vor allen Dingen, in der Natur zu sein und Hobbys ausleben zu können. Das heißt viel Sport, Wandern in der Natur und damit auch Geocaching. Geocaching, das hat sowas von moderner Schnitzeljagd. Man sucht sich Verstecke, die im Internet definiert sind, wo sie zu finden sind, nimmt ein GPS-Gerät, so eins wie dieses hier, geht in die Natur und dann geht's los. Dann komme ich an den Start. Sieht gut aus. Suche die Station, finde sie, wenn ich gut bin. Irgendwo ist das hier. Und dann gibt's hoffentlich die Informationen für die nächste Station. Das wiederum kann eine Rätselaufgabe sein oder einfach die nächsten Koordinaten. Tja, der Reiz am Geocaching liegt eigentlich in der Vielseitigkeit, in der Suche von Orten, die man vorher noch nicht aufgesucht hat, die man gar nicht so vermutet hatte, und natürlich an dem Gefühl am Ende, etwas gefunden zu haben, was nur wenige Leute gefunden haben. Na, mal sehen, was uns hin verschlägt. Sind wir auf 40 Meter, direkt über der Autobahn. Na, dann wollen wir mal. Für wen ist das Geocaching eigentlich interessant? Interessant ist es für alle, von 6 bis 99. Es hat also Spannung und man kommt in die Natur raus, an Stelle, wo man sonst wahrscheinlich so nie hingekommen wäre. Nachdem ich nun mehrere Stationen abgelaufen habe, finde ich eine Tupperdose, wo kleine Tauschgegenstände drin sind und wo ein Logbuch drin ist, in dem ich mich eintrage und mich natürlich für den Cache bedanke. Wenn die Tour zu Ende ist, neben dem, dass man sich freut, dass man den Cache gefunden hat, versteckt man ihn wieder so, dass die nachfolgenden Cacher genauso viel Spaß beim Suchen haben. Und dann genieße ich heute den wunderschönen Ausblick zum Zwenkauer Tagebau.